Penumbra, Black Plague. Willkommen zurück. Folge 11 sind wir mittlerweile. Und es handelt sich hier um eine neue Aufnahmesession, um die letzte Aufnahmesession vor der Abi-Pause. Ja, nach der letzten Horror-Folge, die letzte war nicht so schlimm, aber die letzten 3 oder 4 Folgen waren ja nicht so meins. Da habe ich das Fürchten abermals gelernt. Jetzt haben wir allerdings, was haben wir eigentlich hier drin bekommen? Gar nichts. Wir haben bloß den Strom irgendwie aktiviert. Was soll's? Wir gehen raus und euch hier draußen liefen ja die anderen Alien-Viecher, Zombie-Viecher rum. Ich weiß nicht, warum ich die dauernd für Aliens halte. Ich finde, die sehen total aus wie Aliens. Naja. So. Da sind wir wieder. Jetzt können wir gleich wieder vorsichtig sein. Yay. So, Computer Central waren wir ja jetzt gerade. War ganz, ganz toll. Hier geht's zum Storage Room, zum Machine Room und zur Infirmary. Wir können mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, hier sind wir einigermaßen sicher. Ja, ja, Karte der Umgebung. So, wir waren im Computer Room. Das war 3. 2 ist Residential Area 3. 1 ist Infirmary. Raum 104. Ich glaube, wir machen das einfach mal so, dass wir wirklich diese Station von links nach rechts von der, auf der Karte jetzt gesehen durchgehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erst in Raum 104, dann in dieses Residential Area und dann in Infirmary. Ich bezweifle eh, dass wir da überall reinkommen. Naja, los geht's. Oh Mann, hey. Also die letzte Folge, nee, nicht die letzte Folge, die letzte Aufnahme allgemein hat mich wirklich... Hallo? Ach, hier waren wir schon mal, kann das sein? Habe ich wirklich richtig geschafft, muss ich sagen. Dieses Viech hier. Ach genau, da kamen wir nicht ran. Da haben wir aber jetzt mittlerweile auch nichts, womit wir irgendwie durchkommen. Hier liegen auch keine Steine rum. Doch! Na also. Ein motivierendes Dokument über die Geschichte der Organisation. Geschichte des Archaikums. Eine illustrierte Vergangenheit, eine aufregende Zukunft. Das Archaikum, eine jahrhunderteübergreifende Geschichte. Als Mitglied des Archaikums sind Sie Teil einer Organisation, die lebenswichtig für den Schutz der menschlichen Rasse ist. Wenn Sie kein Mitglied des Archaikums sind, melden Sie sich bitte beim Verbindungsoffizier der nächstliegenden Gemeinschaft. Das Archaikum, wie wir es kennen, wurde im Jahr 1519 vom mailändischen Adligen Francesco Melzi gegründet. Die Fundierung der Bewegung, von manchen fälschlicherweise als Sekte bezeichnet, beruhte auf den privaten Werken von Leonardo di Ser Piera da Vinci, die er auf dem Sterbebett an Melzi weitergab, seinem zuverlässigsten Schüler. Zu jener Zeit kursierten viele Gerüchte über eine sexuelle Beziehung der beiden, was eine Erklärung für die Verschwiegenheit war, die sich die beiden gerne zu eigen machten. Über die Ingenieurstätigkeit von da Vinci ist vermeintlich viel bekannt, obwohl die wenigen der Öffentlichkeit bekannten Skizzen und Notizen kaum die Oberfläche seines Wissens berühren. Beispielsweise wird oft behauptet, dass seine Flugapparate gänzlich unpraktisch gewesen seien. Jetzt wissen wir, dass sie nur dann unpraktisch sind, wenn sie durch von Menschen betriebene Materialien eingeschränkt werden. Das Archaikum blieb jahrhundertelang unbenannt. Melzi und seine Nachfolger wussten, um die Macht eines Namens seinen Besitzer zu identifizieren und festzulegen, und selbst heute bleibt Archaikum ein inoffiziell und intern verwendeter Begriff. Wir stehen vor dem Beginn des 21. Jahrhunderts und das Archaikum füllt seine altvertraute Rolle aus. Das Auffinden, Verstehen und Schützen von Xeno-Lebensformen und Beweisen, wenngleich in weit größerem Maßstab. Heute verfügt unsere Bewegung in 203 Einrichtungen weltweit über mehr als 3000 ergebene Mitglieder. Okay, das Ganze hier scheint also doch ein bisschen was Größeres zu sein. Es ist also nicht nur diese eine Station hier. Die scheinen allgemein relativ verbreitet zu sein, die guten Archaiker hier. Was genau Xeno-Lebensformen sind, weiß ich jetzt nicht. So, hier ist die Kantine. Da kommen wir nicht rein. Da vorne, das müsste jetzt die Infirmary sein. Oder? Jetzt sind wir hier, genau, in 2, also in diesen... zwei, in Residential Area 3, also die Kantine, kommen wir nicht rein. Gucken wir mal, was mit Infirmary ist. Oh, da kommen wir sogar rein. Huch. Wow, Mauspfeil außerhalb des Bildes. Das ist einzig dämlich an 2 Bildschirmen, dass der Mauspfeil sich da dauernd verabschiedet. So, ab in die Infirmary. Da kommen wir sogar rein. Juhu! Was kommen jetzt wieder für schlimme Sachen? Ach, das sieht gar nicht so übel aus. Zumindest ist es hell. Eine schwere Kiste mit vielerlei Abfall. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Zeit hatte, mich vor einem Fernseher zu entspannen. Ist hier noch irgendwas zum Angucken, bevor ich mich bewege? Scheint nicht so zu sein. Kann ich das irgendwie aufmachen? Eine schwere Kiste? Nein, okay.
Oh ne. Habt ihr gerade dieses Geräusch gehört? Dieses dünn, dünn. Das ist genau das Geräusch aus Nightmare House 2. In diesem Krankenhaus. Herrlich. Never Lose Hope Hospital hieß es. Wer es nicht gesehen hat, das war ein wirklich gemeines Game. Ein WC. Wirklich richtig fieses Jumpscare-Game, das mich wirklich noch fertiger gemacht hat als das bisher. Also wer das nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Das ist wirklich... Was sollen diese Geräusche? Ich glaube, ich schließe mal die Tür vorsichtshalber. Geh auf! Eine Flare. Mal sehen, ob wir die überhaupt jemals brauchen werden. Ein einfaches Waschbecken. So, hier scheint nichts drin zu sein. Nein. Funktioniert nicht, leider Gottes. Können wir hier... Oh nein. Was ist denn das? Achso, das ist die Klospülung. Alles klar, wunderbar. Schön war's. Ich bin die ganze Zeit total angespannt und warte die ganze Zeit auf den einen Moment, wenn ich wieder irgendwoher die Stimme von diesem Zombie höre. Und mich dann wieder völlig panisch verstecken kann. Ich muss sagen, auch vor diesen Hunden hatte ich ja echt keinen Schiss damals im ersten Teil. Die waren mir echt relativ egal. Die haben mich mehr genervt. Aber vor diesen Zombies, die machen mir richtig Angst. So, das können wir nicht lesen. Hier geht's rein. Hier sind Sessel, ist da irgendwas. Was ist das hier? Mehrere, etwa 50 Jahre alte medizinische Aufsätze. Einer berichtet über Entdeckung der spiralförmigen DNA-Struktur im Cavendish-Labor. Okay. Ein weiterer Artikel behandelt den durchwachsenen Erfolg des kürzlich entdeckten Impfstoffes gegen Kinderlähmung. Okay. So. Die Tür ist sicher verschlossen. Ja, das hätte ich jetzt gerade auch gesagt. Hier geht's in die Kühlkammer. Okay, was hat er denn notiert? Die Tür zur Kühlkammer in der Krankenstation ist verschlossen. Okay. Ach, richtig. Wir haben ja letztendlich immer noch keine Hand, um durch diese eine Tür zu kommen. Weil dieser Depp hat sie ja nicht abgeschnitten oder abgesägt. Ich weiß, es hört sich jetzt in dem Zusammenhang brutal an, aber das hätte uns schon was gebracht. Oh Gott. Immerhin ein Save Point. So, hier haben wir ein altes Artefakt. Da ist ein funktionierendes Computerterminal, was wir natürlich auch von hier aus sehen. Ich bin kein Experte, aber auf der Wirbelsäule Röntgenaufnahme sind einige merkwürdige Punkte. Entweder wird es kaum benutzt oder gut gepflegt. Ich glaube eher letzteres. Ersteres. Ein leerer Eimer, ziemlich schwer. Auch das sehen wir von hier aus. Ein robuster Medizinschrank. Abgeschwärzt sieht also drin einige interessante Sachen wären. Oh ja, Schmerzmittel vor allem. Können wir das vielleicht mit dem Eimer einschmeißen? Ah. Eine Flasche Viscae Somnus. Okay. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Sonst ist da nichts. Was ist denn das? Irgendeine Chemikalie. Okay. So, wo sind da einige merkwürdige Punkte? Es tut mir leid, ich bin leider anatomisch absolut... doch, die hier vielleicht. Ich bin anatomisch absolut nicht begabt. Ich habe keinen Plan von dem. Allerdings, was ich interessant finde, man sieht hier zum Beispiel, dass diese weiße Schicht hier nicht ganz bis zu den Fingern geht. Ich tippe mal, das ist das, was dieser Zombie-Virus mit einem anrichtet, dass eben Teile des Körpers nicht mehr funktionieren. Ja, hier. So sieht mir das aus. Okay, hier ist nichts mehr. Computer gucken wir uns natürlich als letztes an. So. Kyrotechnik-Handbuch. Kyrotase-Benutzungsrichtlinien. Die Kyrotase-Einrichtung ist eine hypermoderne Einrichtung zum kyrotenischen Einfrieren schwer verletzter Personen, die zu einem späteren Zeitpunkt wiederbelebt werden könnten. Während des eingefrorenen Zustandes können die eingefrorenen Personen leichte Halluzinationen erleiden, kann erst bestätigt werden, nachdem der erste Patient erfolgreich aus dem Kälteschlaf aufgeweckt wurde. Angemessene Benutzungsrichtlinien. Folgende Szenarien werden für die Verwendung der Kyrotase-Einrichtung als akzeptabel eingestuft. Ein Aufseher oder Mitglied der höheren Kaste ist schwer krank oder verletzt. Ein Mitglied der niederen Archaikums-Kaste, das über wichtige Informationen verfügt, ist schwer krank bzw. verletzt. Patienten, die als nicht ansteckend klassifiziert wurden, sind mit außerirdischen Viren oder Bakterien infiziert. Verletztes Personal mit den folgenden unheilbaren Krankheiten sollte sich für spätere medizinische Untersuchungen in die Stasekammer begeben. Kardiomyopathie, grüner Star, Kinderlähmung, Diabetes oder Halitose. Alle Mitglieder der höheren Kaste, die als klinisch tot angesehen werden, sollten für zeremonielle Zwecke in die Stasekammer verlegt werden. Der Versorgungszeitraum für verstorbene Patienten ist angesichts von Forschungsvorteilen für die Grönland-Einrichtung mit dem Ziel potenzieller Wiederbelebung zu verlängern. Zugriff. Der Zugang ist nicht medizinischem Personal streng untersagt.
Momentan kann das Archaikum die Einrichtung nicht rund um die Uhr besetzen. Aus diesem Grund wurde an stark gefährdeten Patienten hoher Wichtigkeitsstufen herzschlagend überwachende Handgelenksbänder ausgegeben. Diese Handgelenksbänder sind niemals abzulegen. Sie gestatten automatisierten Zugriff auf die Einrichtung, falls der Herzschlag des Trägers auf sein bevorstehendes Ableben hinweist. Postskriptum. Angehörige der niederen Kaste sind berechtigt, eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen, die ihnen im Fall kritischer Verletzungen auf Wunsch zumindest teilweise Kyrotase gewährt. Okay, also es geht hier auch um ein bisschen das Einfrieren von Toten bzw. von Schwerverletzten, um sie dann später wieder aufzuwecken. So, ich erstmal speichern. Es ist echt krass, dass ich das komplette Penumbra-Ouvertür lang nicht verstanden habe, dass das Save Points sind. Da hat mich erst Racket draufgebracht. Eingehender Videochat. Oh. Das ist wieder die von letztem Mal. Damn it. Note to self, never insult your last hope of survival. I just wanted to give you a word of advice. Those creepy artifacts, we don't know how they work. Or even what they do, I suppose. I saw someone get too close to one once. You probably don't want to know. I'm sure you'll be fine. Probably. I hope. By the way, if you happen to find yourself in my neck of the woods, I'm kind of trapped. It's no big deal, really. Just throwing it out there. Oh no, that's hardly true. They're really completely harmless. Come on, it's just like wrapping yourself up in a warm blanket. Na toll, feiere ich gerade noch diese Save Points und jetzt sagt mir die, ich soll's lassen. Und also ich soll's machen. Und normalerweise höre ich auf diese zweite Stimme nicht so. So, Patient Report 1. Datei unbrauchbar. Top. Chemical Tests. Standard 3. Chemische Tests. Versuchstier Primat. Schimpanse. Chemikalie Tamizepan. Ergebnis. Das Versuchstier zeigt wie erwartet Anzeichen von Entspannung und Lethargie. Chemikalie. Lysergsäure-Diathylamid. Ergebnis. Sehr ähnlich wie bei den Versuchskatzen zeigt der Schimpanse keinerlei Fähigkeiten, das Stimulanzmittel zu verarbeiten. Chemikalie Viscaesomnus. Oh, das ist interessant. Das ist die wir gefunden haben. Ergebnis. Nach der Injektion verlangsamt sich der Herzschlag des Versuchstier derart, dass es allen Gesichtspunkten nach tot erscheint. In Wirklichkeit hat sich der Herzschlag auf eine unglaubliche Sicherheitsstufe gesenkt. Das Versuchstier erholt sich schon bald danach. Ah, okay. Also falls wir jetzt demnächst mal in irgendeine Situation kommen, wo wir diesen Zombies nicht mehr entkommen, werden wir das einnehmen. Dann sind wir nämlich tot. Im Prinzip. Oder sehen zumindest so aus. Chemikalie, Tetrahydrocannabinol. Wer kennt das nicht? Ergebnis, diese Chemikalie kann in Massen bedenkenlos verabreicht werden und hat einen entspannenden Effekt auf das Versuchstier. Ob Langzeitverabreichung zu mentalen Gesundheitsrisiken führen können, muss abgewartet werden. Dieser Primat ist völlig erschöpft, bitte versuchen Sie dies als offizielle Anforderung weiter Versuchstiere vom Festland. Okay, Sie haben also auch chemische Tests gemacht, wir haben hier über vier Chemikalien was gelesen. Das hier entspannt uns, das scheint eine Art Valium zu sein. Das hier ist irgendein Stimulanzmittel. Das hier ist interessant, das lässt einen tot erscheinen. Und das da unten ist irgendwie, ja, auch auch irgendwie ein Beruhigungsmittel. Gut, das haben wir uns natürlich gleich mal abgeschrieben. Hier haben wir also so ein Zeug. Ich weiß nicht, ich tippe mal, wir müssen uns das früher oder später, ich speichere nochmal, selbst verabreichen. Glaube ich einfach mal. Kann aber auch sein, dass wir es jemandem oder etwas verabreichen müssen. Your mind space is marbled as a lime. See here, A is for alliteration. B is for bohemian. C is for carcinogenic. So many long words taking up space in my new home. Here, let me do a little spring cleaning. There, you didn't need the periodic table, did you? Okay, mir scheint, er löscht gerade ein paar Erinnerungen von uns, die er für unwichtig befindet. Also gut, das Periodensystem kann er ruhig löschen, das konnte ich noch nie. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Okay. So, also hier kommen wir definitiv nicht rein. Okay. Gut, dann haben wir doch noch einige Räume zum Absuchen. Jetzt haben wir aber immerhin mal diesen Teil abgeklappert. In der nächsten Folge gucken wir uns dann weitere Räume an und bestimmt treffen wir dann auch wieder auf irgendwelche Zombie-Viecher. Aber jetzt haben wir was uns tot erscheinen lässt. Naja,
Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye bye.